Hallihallo, ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich möchte 6 verschiedene Blumentechniken, alle aus dem Becher gegossen, in dieser Weihnachtskugelform von Modes and Shapes gießen. Und ich fange an mit meinem Interference Gold. Das sind übrigens Farben, die hatte ich mir vorher schon in meinem letzten Video zusammen gemixt. Und das sind wirklich auch noch die Farben, dasselbe Harz. Also es ist noch von demselben Guss, nur dass ich dann halt weitergemacht habe. Ich habe mir nämlich extra viel Harz angerührt. In dem Interference Gold habe ich nur noch ein bisschen weiße Pigmentpaste mit reingemischt. Aber nur wirklich einen Hauch. Weniger wie sonst für die Blumentechnik. So, da habe ich jetzt meine Spirale gemacht in dem Interference Gold und jetzt kommt praktisch der lila Ton. Das ist das Iris Blumen von der Laura, von Laura's Art Corner. Und in meiner zweiten Weihnachtskugel, da gehe ich praktisch wie so in so Loops und mache mir meine Blütenblätter. Und dann gieße ich innerhalb auch nochmal in so einer Art Loops mit dem lila Ton. Und das lasse ich jetzt erstmal so ein bisschen wirken. Kurz mit dem Bunsenbrenner drüber. So, mit der zweiten gehe ich praktisch in Kreise. Also keine Spirale, sondern Kreise. Und das mache ich abwechselnd. Einmal das Interference Gold, dann wieder dieser lila Ton. Und wie gesagt, das Ganze mache ich abwechselnd. Es ist schon ziemlich herausfordernd, darüber nachzudenken, was mache ich jetzt. Und vor allen Dingen, das Harz hatte ja nicht mehr so lange Verarbeitungszeit, weil ich ja schon vorher was gegossen hatte. Ich denke, dass ich da auch schon so bei circa fast einer Stunde war, als ich angefangen habe, mit dem Harz zu gießen. Übrigens, das Harz ist das Ultracast von der Stefanie Etter. So, jetzt habe ich hier meine Kreise gemacht. Und da mache ich das Ganze noch so ein bisschen glatt. Besonders da, wo ich immer angeschlossen habe. So, jetzt meine vierte Weihnachtskugel. Und da gehe ich in dieser Streifentechnik rein. Mach mir 3 Streifen in dem Interference Gold. Ja, da habe ich ein bisschen in meinen nächsten Untersetzer oder in meinen nächsten Weihnachtskugel reingegossen. Und dann nehme ich mir wieder meinen lila Mix und mache 2 Streifen in die Mitte von oder zwischen den weißen Streifen. Dann ist jetzt meine fünfte Kugel dran. Und da mache ich auch noch mal ein bisschen so die Streifentechnik. Aber ich gehe so in Schlangenlinien praktisch der Form entlang. Und diesmal nehme ich dann meinen Lila-Ton. Ach nee, ich mache erst mit der letzten weiter, weil ich festgestellt habe, das Harz ist schon ziemlich grenzwertig. Ihr seht, das ist ziemlich dick. Also habe ich jetzt erstmal das Weiße gemacht, bin einfach kreuz und quer in die Form rein. Jetzt nehme ich mir meinen lila Ton und gehe wieder schlangenförmig auf dem Weiß. Und dann nehme ich mir auch wieder meinen Spachtel und gehe einfach wie wild. Durch mein Harz und schau mal, was dabei rumkommt. Dann habe ich hier noch den Glittermix. Das ist auch der, den ich in meinem letzten Guss genommen habe. Und zwar ist das Hellgold mit den lilafarbenen Glassteinchen gemischt. Also wenn ihr wissen wollt, wie ich die Farben gemixt habe, dann könnt ihr gerne in meinem letzten Video gucken. Das ist das
wo ich mit der Geodeform auch in Lila und Gold gemixt habe. Und ja. So, jetzt nehme ich mir noch mal eben kurz den Bunsenbrenner. Gehe noch mal ganz kurz drüber. Immer bitte vorsichtig sein, wenn ihr den Bunsenbrenner benutzt. Ihr könnt wirklich sehr leicht euer Harz oder die Form verbrennen. Mit Modes and Shapes Form ist es nicht so einfach, also die kaputt zu kriegen, weil die sind wirklich von sehr hoher Qualität. Aber trotzdem, es wäre schade, wenn dann dennoch was passieren würde. So, ich habe jetzt einfach, designe mir hier so meine Blütenblätter. Ihr seht, was ich mache. Ja, bei dem bin ich mal total gespannt, wie das rauskommt. Und beim nächsten gehe ich einfach nur, swirl mir das Ganze so zurecht, wie ich meine. Und bei den Streifen swirl ich auch einmal so durch. Dann habe ich ja mein Mischmasch und da gehe ich auch einfach von außen nach innen, mache mir hier meine Blüten. Und beim letzten ziehe ich einfach nur das Dotting-Tool von unten nach oben, dann auch rechts und links und dann zwischen den, wo ich nach oben gezogen habe, ziehe ich dann nach unten. Ich weiß gar nicht, wie man das so sagen soll, aber ihr seht, was ich mache. So, das ist jetzt die Nahaufnahme und schaut mal, wie schön die Blütenblätter auch geschlossen sind. Ich bin ziemlich positiv. Ich hoffe, dass ich auch nicht negativ überrascht werde. Aber schauen wir einfach mal, was da später bei rumkommt. Aber ihr könnt schon dieses Interference Gold sehen. Das scheint wunderbar. Also, das ist richtig toll. Wie gesagt, ich bin sehr hoffnungsvoll. Auch hier, das muss ich noch ein bisschen schließen. Aber das wird schon. So, das ist der nächste Tag und ich kann entformen und die Blütenblätter, die haben sich wirklich gut geschlossen, auch hier, seht ihr das? Und dieses Gold, das scheint unheimlich. Ja, die Weihnachtskugeln gehen auch richtig gut aus der Form heraus. Ich habe die Form, ich weiß nicht wie oft schon gebraucht, auch letztes Jahr schon. Ich habe die schon ein ganzes Jahr. Und ja, schaut mal, was ich da wieder mal verzapft habe. Es ist ein anderes Design, weil ich fast nur mit Puder gearbeitet habe. Es ist nur ganz, ganz wenig Pigmentpaste damit beigemischt. Aber ich finde die einfach total toll. Die sehen richtig edel aus. Das Gold, das glänzt von dem Interference Gold. Und dann mit dem lila Ton zusammen, das ist wirklich richtig edel. So, jetzt da, wo ich einfach nur das Hotting-Tool durchgezogen habe. Und schaut mal, gefällt mir auch sehr gut. Jetzt die Blume, da bin ich gespannt, wo ich aus dem Becher raus die Blütenblätter gemacht habe. Und schaut mal, ich kann euch jetzt schon sagen, das ist mein Favorit. Die finde ich mal richtig schön. Das mit den Streifen und mit dem Swirls. Ist auch sehr schön. Aber ich merke, ich bin manchmal so ein bisschen außerhalb der Kamera. Ich weiß auch nicht. Ich denke mal, ich bin in der Kamera. Aber ja, irgendwie dann doch nicht. So, und das ist die letzte Blume. Auch das Gold ist einfach einmalig. Ja, jetzt kommt gleich das Endprodukt, also die Nahaufnahme. Und schaut mal, ich finde, für die Weihnachtskugeln sind die richtig schön. Ist auch sehr viel Tiefe in diesem Guss. Auch hier
Da mein Durcheinander ist auch richtig toll geworden. Dann die Streifen mit dem Swirl. Und danach kommt meine Lieblingsblume. Also die gefällt mir wirklich sehr gut. Ja, und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich über einen Daumen hoch freuen, über einen Kommentar. Und ja, ich sag mal bis zum nächsten Mal. Bis dann, eure Petra.